Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Wimmelbuch Unser Zuhause, eine Wimmelbildergeschichte von Doro Göpel und Peter Knorr vorstellen. Es ist 2015 bei Belz und Gelberg erschienen. Es ist das vierte Wimmelbuch von den beiden Autoren und diesmal haben sie im Zentrum ihres Buches ein Wohnviertel sich ausgesucht, in dem sie ganz viele Geschichten über die dort lebenden Familien erzählen. Auf 16 Pappbilderseiten erleben wir einen Tag lang die Geschichten rund um die Familien, die dort leben. Es sind 11 Familien. Ganz moderne, unterschiedliche Familienstrukturen sind dort, also zwei wie hier zum Beispiel in dem Haus, da wohnen Juli, die erwartet ihr drittes Kind, und Philipp, die haben schon zwei Kinder. Das ist Trude, die kommt vorbei und beaufsichtigt die Kinder. Hier wohnt in so einem Bauwagen Alfred mit dem Hund drinne. Hier sind wohnt Jure Jaroslav mit seiner Frau und drei Kindern und der Mutter oder Schwiegermutter. Und Jaroslav ist immer derjenige, der ganz viel Pech hat. Also man sieht es zum Beispiel hier schon. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Er rennt mit der Mülltonne hinterher. Die Müllbeutel reißt ja auf und man sieht, wie er so abgehetzt und fertig ist. Hier gibt's ein Karussell in der Mitte, was erstmal geheimnisvoll unter einer Plane versteckt ist. Und hier findet man einen Kindergarten, da ist gerade die Kinderärztin dort und untersucht alle Kinder und die Kinder bringen ihre Kuscheltiere dahin. Und an diesem Tag gibt es ganz viel Freude und Überraschungen und Alltag und Leben, und es kommt eine neue Familie, zieht hinzu, und wir können in die Häuser hineinschauen und sehen, was dort alles passiert und nicht passiert. Also hier wieder bei Miroslav, da verbrennt der Toast in dem Toaster und er ist schon wieder ganz wütend. Oder seine Frau, die klopft ja an die Tür ins Badezimmer, und der Sohn, der sitzt auf der Toilette und liest Zeitung. Also da sind ganz viele Geschichten dabei. Hier oben zum Beispiel, da ist die Frau türkischer Herkunft. Also wir haben auch eine Familie mit zwei kulturellen Herkünften. Oder in dieser Familie ist der Junge gehbehindert und braucht einen Rollstuhl. Und es sind eben ganz viele Geschichten hier drin. Die Kinder sind das Kind, also die besuchen sich, die sind miteinander befreundet, die spielen miteinander. Sie sind auch die, die ja, Neuankömmlinge begrüßen. Doro Göpel und Peter Knorr lassen aber auch sensible Themen nicht aus. Zum Beispiel hier sieht man eine Beerdigung eines Kaninchens im Kindergarten. Wir sehen, wie die Kinder trauern und das kleine Sarg jetzt in die Erde gelegt wird. Gleichzeitig drüben küsst Otto seine Frau Else. Das ist eine wunderbare Szene, die das Herz erwärmt. Und das macht eben so ein Würdenviertel aus, so diese Gleichzeitigkeiten von traurigen Geschichten und glücklichen Geschichten und auch nur ganz normalen Alltagsgeschichten. Und das haben die beiden hier wunderbar eingefangen. Es stecken ganz viele solche Szenen hier drinne. Es ist aber jetzt nicht so überfüllt, vor allem der Illustrationsstil, so ganz klar und fein, auch farbenprächtig. Und man merkt einfach, da steht ganz viel Liebe für das Detail. Ein wunderbares Buch, was ich empfehle, sehr gerne empfehle, 5 von 5 Sternen, einfach weil es ganz viel zu entdecken gibt. Und ja, empfehle ich sehr gerne. Sie können bei mir im Blog die komplette Rezension dazu lesen. Ich verlinke sie wieder in der Infobox. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß hier mit Unser Zuhause von Doro Göbel und Peter Knorr oder mit irgendeinem anderen Kinderbuch. Hier hinten sehen wir nochmal alle Figuren und das Wohnviertel, einen Überblick. Mit diesem Buch oder mit einem anderen Kinderbuch, und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Ihre Wenke Bönisch.